So, eine Folge mache ich heute noch. Ich konnte es nicht mitnehmen. Nein! Das war so cool, ich wollte es mitnehmen. Kann ich hier abkürzen? Ich sollte abkürzen können. Der erste Schuss war cool mit dem hier. Einfach so, dass die alle wegspringt. Das war echt gut. Lang war noch was Großes. Ich hätte ihn überbrücken können. Nein, ich hätte ihn überbrücken können. Ah, oh oh. Der ist zwar kacke, den will ich zwar nicht, aber immerhin. So, er kann jetzt hier bitte für Ärger sorgen. Auf dem kann ich nicht reiten. Oh, das ist gemein. Na komm, folge mir. Folgst du mir? Nee, tut er nicht. Na gut. Vor allem ist der jetzt endlos überbrückt, ne? Der hat jetzt keine Cooldown-Zeit mehr. Das heißt, der ist jetzt für immer friendly, außer er wird halt gekillt. Das ist super. Wo muss ich noch lang? Ich könnte gleich hier rechts hochgehen eigentlich. Hier. Ist das Banditenlager? Das ist hier ein Banditenlager, ne? Also so diese Teile sehen aus wie von Banditen. Wieso ist die Musik so komisch? Wieso kriege ich so viel Medi-Zeugs hier? Etwas Vorrat. Etwas Vorrat. Ich werde es wahrscheinlich gleich aufbrauchen wieder. Das war eine große Pflanze, ich kriege übrigens viel mehr die Zeug dazu, oh Gott. Ja, noch mehr. Was passiert hier drinnen gleich? Oh oh. Mehr sehe ich aber nicht. Griffen. What? What? Hä? Das war ja jetzt aber... Okay. Da vorne ist ein Sägezahn.
Okay, lass mal hier hochhopsen. Oh, ich will sogar einen Sägezahn nehmen. Also kann ich wahrscheinlich auf dem Sägezahn nicht reiten, oder? Nee, das ist kein... Doch, dahin. Doch, da läuft ein Sägezahn. Doch, 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 das ist ein Sägezahn. Na, hier rein. Hä? Ach. Hier. Das hebe ich mir für später auf. So, Olin. Jetzt kommt dein Karma. Nicht Olin, oder? Das ist nicht Olin. Doch, da ist Olin. Was habt ihr also vor? Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Oh nein, ich will nicht gegen so ein Vieh jetzt kämpfen. Zwei Kinder! Nö, 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 nö. Nein, abgelehnt. Oh, ich hasse die Teile. Bitte geht einfach weg. Teil 2, ey. Oh, oh. Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Und sucht hier alles! Vielleicht gibt es Eindringlinge! Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da... Wer ist da? Okay. Warum zwei? Spiel, tu mir das nicht an. Ich hasse diese Teile. Das sind die Ähnlichen, mit denen ich nicht so wirklich klarkomme. Selbst der Donnerkiefer. Okay, ich hatte Hilfe, klar, aber... Der ist cool gewesen. Die Teile sind nervig. Ich muss das von oben machen. Welche Feuer? Gibt es irgendwas, was ich in die Luft jagen kann? Und unten? Okay, alles hinsetzen jetzt hier. Jetzt wird es tricky. Nee. Gibt es nicht. Wir haben die jetzt gerade gekämpft? What? Das Nora-Mädchen lebt? Tötet sie! Nein, ihr hattet eure Chance. Die können hier hochkommen! Ich bin am Arsch. Wir suchen nach mir.
Hallo! No, Eloy, lauf! Aus der Hüfte schieße ich jetzt, um es zu überhitzen. Ja. Ja, überhitzt. Wow. Also. Nee. Falsche Taste. Au. Überhitzen. What? Da habe ich nicht getroffen. Elektroschock. Die bringen nichts, nämlich die. Oh, das habe ich kaputt gemacht. Wow. Hier ist gut. Also Hüfte schießen geht auch gut. Jetzt. Wieso kriege ich keinen Schaden? Wieso kriege ich so wenig Schaden vor allem? Nicht, dass ich mich jetzt beschwere, aber wieso kriege ich so wenig Schaden? Ist okay. Der andere hin. Nee, ach scheiße. Was? Hab ich jetzt irgendjemand gesehen? What? Von da drüben! Scheiße, ich geduckt. Wo hab ich geducken jetzt? Ich bin gar nicht da. What? Ist sie neben mir? Scheiße. Die bringen nichts. Scheiße! Und überhitzt. Komm hoch.
Scheiße, die Überhitzung ist weg. Komm. Ist noch einer. Wow. Wow. Ach komm. Was? Junge, wir sind zu weit weg. Du musst mal näher rankommen, bitte. Was? Wirklich jetzt? Hallo? Dankeschön. Alter, war das jetzt eine schwere Geburt. Ich hab gedacht, die zwei sind schlimmer. Also die hier. War okay. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Jetzt auch nö. Warte. Modifizieren. So, was haben wir denn für den? Oh, was Lilanes. Pack mal rein. Schaden. Aber mit unten Schaden, das würde ich mit reinnehmen. Na gut, hier habe ich bloß einen Slot drin. Wieso kann ich das nicht. Ach so. Modifizieren. Nahkampfschutz. Ey, da würde ich Nahkampfschutz reinmachen. Beschreibt mal das. Nahkampfschutz finde ich da ein bisschen besser. So. Ja gut, bis ich die jetzt alle finde zum Looten, ne? Das kann ja wohl dauern. Oh, scheiße. Oh, Schwein gehabt. Kein Schaden bekommen. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Das hallt so nach. Nein. Nehme ich. Der noch. Ob ich da überhaupt hochkomme bei den ganzen anderen Sachen? Weiß ich gar nicht. Wo ist Odin? Wo ist der eigentlich hin? Ach, guck einer an. So. Versprochen. Ich sage dir alles. Ja, das musst find du ich gut. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarcher. Okay. Schattenkarcher? Sie sind nicht wie die Karcher, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Okay. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades, so nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl, ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes. Darum hat er so weggezuckt damals. Das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Eine KI also. Was wollen okay. Die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Okay. Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an.
Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eklipse an. Also hatte ich da doch schon recht mit meiner Vermutung. Er ist der Gefährlichste. Nur nicht komplett. Allen. Er ist aber nicht das gewesen, was ich dachte. Aber er gehört dazu, dachte Wie ich mir. Wie kam die Eklipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an der Wart heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Ja, okay. Warum graben die Eklipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Der macht das also. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Die KI. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Oh nein. Sie heißen Todbringer. Ja, super. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Die Chance hat er verdient. Er hat ja auch keine Wahl gehabt. Ich meine, ganz ehrlich, wir hätten alle so gehandelt, wenn da unsere Familie irgendwie bedroht wäre, oder? Sind wir ehrlich, also er hat keine große Wahl gehabt. Kollateralschaden. Ja, ich hoffe, der bleibt einfach so sitzen. Der muss jetzt nicht unbedingt sterben, deswegen. Ich habe schon zu viel dabei. Okay, wohin jetzt? Was ist das jetzt? Oh Gott. Schöpfers Ende. Hades, ne? Na, okay. Ich behalte mal meine Spekulationen noch gerade für mich. Ich habe Ideen. Vermutungen. Gedanken. Ich habe was Ende, Stufe 14. Das ist Stufe 14 nur? Nebenquest. Ach du Backe.
Schrein. Was haben wir denn hier? Gibt es zum Anwesen? Suche den Tatort. Nee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Noch für Ende, für die Ende der Folge. Das ist die Ende der Aufnahmesession dann. Also mehr werde ich nicht tun dann. Warten das. Hier. Ich habe noch Bock auf Banditenlager. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das macht nämlich voll Laune. Banditenlager so Leerräume macht richtig Laune. Weiß eigentlich warum. Aber ja, das manchmal beschreibt der Typ, für den wir das ja, der das ja auch gerne als Hobby hat irgendwie. Der beschreibt mir das viel so detailliert. Und das gefällt dem. Es fasziniert mich, dass er das so beschreibt, aber es ist ein ungutes Gefühl. Also, ob es irgendwie auch irgendwann schief geht. Immer noch weiter mit dem irgendwie wahrscheinlich Quests machen oder irgendwas. Also, irgendwann sollten wir vielleicht sagen, okay. Irgendwann sollten wir vielleicht einfach sagen, wir lassen das mit dem Quest zu machen. Weil ich halt die Befürchtung habe, dass es irgendwann echt schief geht. So, dann gehen wir mal gucken. Habe ich alles ready? Ah, okay, bis auf das. Okay, Schwein gehabt. Ich habe gerade nur die Hälfte gesehen. Ja, oh, doch, da drüben. Na? Ja. Mehr sind es nicht. Schnüffelt hier immer noch rum. Hier liegt eine. Jo, da liegen zwei. Da hinten. Da ist noch jemand. Das sind sie. Mehr ist es nicht. Oder ist ja easy. Ist ja easy, Banditenlager. Dann ist noch einer. Oder ist der Boss? Okay. Na dann. Der ist da drin, oder? Wenn sind die Gefangenen. Ich sehe aber nicht, wo das Alarmding ist. Au. Wurde hat einer gesehen.
Komm. Komm. Wow. Zwei drauf geschossen, sehr schön. Oh, der hat wehgetan. Nächste. In deinen Kopf. Easy. Patitenlocker ausräumen. Oh, Stufe 2. Oh, scheiße. Ah, okay. Ich bin gar nicht hier. Nein. Bloß nicht. Ja, die haben safe Alarm geschlagen. Kommen die jetzt aber? Oh, ist doch echt groß, dieses Lager. Das Lager ist überraschend groß. Ah, da war das. Okay. Ach, das ist er. Ich habe einmal ins Schwarze geschossen. Ich habe immer getroffen. Ich bin begeistert. So. Hier haben wir noch was zum Looten. Nehmen wir. Den Feuerspucker. Oh ja! Das wird super. Warte. Ich muss den kurz hier rüberlegen. Ich muss erstmal looten. Das Ding hat sich ja mal richtig gelohnt. Boah, hier gab es so viel Stuff. So, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen eskalieren. Ach, so schön. So. Was war da? Hä? Da. Die Gefangenen. La 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 la. La 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 la. Wo sind denn die Gefangenen? Was ist denn das hier? Was hab ich denn hier gemacht? Ja, da hinten sind die Gefangenen, glaube ich, oder? Ja. So. Schönen guten Tag. Du kommst mit mir. Helf euch mal. So, das ist meine. Nehmen wir das ja nicht weg. Dir helfe ich auch noch. Ich öffne den Käfig. Ja, dann gehen wir mal, nein! Das kannst du bitte so machen. La la la, la 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 la. Noch einer, ist noch da einer? Hey, wieso ist nur noch einer? Wo ist der andere hin? Ich wurde nur zwei. Ich wollte da jetzt nochmal richtig... 21 Schuss für einen einzigen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das wird jetzt lustig. Ahnt das schon. Der liegt hier. Warum liegt der hier? Dann habe ich gerade, ein Kollege hat ihn erschossen. Folgen die mir jetzt alle? Ne, nur er. Gut. Den Bogen kannst du wegstecken. Das passt schon. Ich habe einen Plan. Ein Alarm. Sie dürfen ihn nicht erreichen. Hä? So schon aktiviert. Schönen guten Tag.
ich mag das. Ich mag die schweren Waffen. Die sind richtig gut. Ich glaube, da hätte ich auch keine dauerhaft. Geht das? Ich meine, die Muni ist weg wie nix, aber die sind cool. Ach ja. Ich wollte die jetzt leben. Ein schrecklicher Donnerkiefer namens Rotstund streift. Wer hat das gerade gesagt? Wo, was? Was? Du? Ich kann nicht glauben, dass ich endlich ein Zuhause haben werde. Das haben wir dir zu verdanken. Bitteschön. Was war das mit dem Donnerkiefer gerade? Ich habe da sowas gehört. Da, ich meine, ich war da noch nicht im Süden. Im Süden irgendwo hat die gesagt, ne? Irgendwo im Süden gibt es einen Donnerkiefer, der sogar einen Namen hat. Und keiner kann ihn besiegen. Das ist eine Herausforderung. Nicht jetzt, irgendwann mal, aber... Das wird lustig. So, Händler. Hast du irgendwas? Aber die habe ich eigentlich. Eine Rüstung bräuchte ich halt echt, ne? Ich bräuchte halt. Wow, die könnte ich mir jetzt machen. Was ist denn ernst? Was war da jetzt? Die sehen so kacke aus. Stürmerherz. Die sehen halt cool aus. Aber ein Stürmerherz. Was ist ein Stürmer? Das sieht kacke aus. Feuerwappen. Das sah halt cool aus. Effekte. Keins. Dieses Gewand aus feinster Meridianseite. Leder und Maschinenteilen bietet wenig Schutz. Ist aber sehr anpassbar. Graue Habichtlinse. Auch Feuer. Die könnte ich machen. Ich hätte irgendwie jede Rüstung zum Sammeln einfach. Halt. Die sieht halt so kacke aus. Die will ich nicht. Das Kopfteil sieht so scheiße aus. Die ist halt... Die hat halt Resistance gegen alles, ne? Und ich kann zwei Slots... Ja, zwei Slots, ne? Ja, das ist so... Du verkaufst nicht zufällig sowas, oder? Oh. Einen Moment. Hoppala.